Damit habe ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Wir speichern hier mal separat ab. Denselben Vektor fliegen wie Meridian. Das ist ein großer Schritt. Unser bislang größter. Sind Sie bereit? Ja, unsere Zeit ist gekommen. Okay, gehen wir es ab. Tempest, wir gehen ran. Bisher ist alles ruhig, aber irgendwas hat sich verändert. Die Orbitalscans haben ein autarkes Energienetz innerhalb des Turms entdeckt. Was bedeutet? Die Verteidigungssysteme sind möglicherweise nicht auf unserer Seite. 145 Meter bis zur mutmaßlichen Override-Steuerung. Durch die Tür. Seien Sie wachsam. Aha, so wird's also. Habe ich ja, glaube ich, nicht, ne? Relikte. Und sie sehen nicht freundlich aus. Sollen sie ja auch nicht. Die Steuerung liegt direkt vor Ihnen.
Die Daten deuten auf mehrere Startbuchten sowie mögliche Informationen zur Verwendung von Meridian hin. Wir sind endlich am Ziel. Sam, ist alles bereit? Relevante Daten für Upload bereit. Okay, dann wollen wir mal. Die Relikt-Schiffe sind gestartet. Sie folgen dem Override-Vektor. Die Geißel bewegt sich, aber sie kommen durch, zu was auch immer. Meridian, Pathfinder. Echt? Der komische Planet da? Das ist... Wow! Ist das Ding hohl? Wie ihre Dyson-Sphären, nur in Mondgröße. Eine autarke Saatwelt, das Herz des Gewölbenetzwerks. Wird sie reaktiviert, beeinflusst das alle verbundenen Planeten. Sie kann Helios zu einer Heimat machen. Auf diesen Tag hat jeder von uns hingearbeitet, seit wir unsere Galaxie verlassen haben. Meinen Glückwunsch, Pathfinder. Welch großer Tag für uns alle. Sam, was geht da vor sich? Ist der auf der... Ich hatte dich für einen würdigen Rivalen gehalten, aber du bist eine Fälschung, eine Lüge. Als ich erkannte, was dich zu etwas Besonderem machte, deine Verbindung, wusste ich, wie und wann ich sie dir nehmen würde. Ich habe zugelassen, dass du Meridian findest. Und jetzt werde ich deinen Stern benutzen, um es zu einer Waffe zu machen. Ganz Helios wird aufsteigen. Oder eure Welten werden eine nach der anderen sterben. Angefangen mit Eos. Alles, was ich brauche, ist ein Implantat wie deines. Und dank deiner Erinnerungen weiß ich, wer noch eines besitzt. Ein weiterer Grund, die Hyperion zu kapern. Stürze in die Finsternis, Pathfinder. Du warst beinahe würdig. Überraschung! In die Krankenstation, dort sind sie sicher. Was geht hier vor? Wüsste ich auch gern. Hallo, Sarah. Sam? Wie kommst du? Was ist da draußen los? Sie töten die Leute. Kehrtruppen durchkämmen das Schiff. Sie suchen nach ihnen. Sarah, der Pathfinder, braucht ihre Hilfe. Das ist verrückt. Er hat Meridian doch fast. Der Archon hat meine Verbindung zum Implantat ihres Bruders unterbrochen. Wird sie nicht manuell wiederhergestellt, stirbt er. Was? Sarah, bitte. Der halt der krass mich jetzt. Ich Poker 4 eine Waffe. Verdammt! Hab ich nicht. Schade. Worum geht es hier, Sam? Was weißt du? Der Archon hat es nicht auf die Hyperion abgesehen. Er will sie und mich. Sie haben das gleiche Implantat wie der Pathfinder. Er wird uns benutzen, um Meridian zu kontrollieren. Und ihr Bruder das wird lasse sterben. Ich nicht. Der Archon wird ihn töten? Nein, mich zu verlieren wird ihn umbringen. Was? Sam? Vor Ihnen sind Feinde, Sarah. Machen Sie sich bereit. Ausgefallen ist. Ist also auch er zusammengebrochen? Beeilen Sie sich, Sarah.
Erschießen Sie sie! Scheiße, Mann. Was geht hier vor? Wo ist Dunnings? Haltet sie auf! Sarah muss diesen Wartungszugang erreichen. Das halten sie nicht lange durch, Dunn. Dann beeilen sie sich besser. Sehen sie zu, dass sie zum QVK kommen. Verdammt nochmal, jetzt gehen sie schon! Sam? Dann wird nicht lange durchhalten. Wie sieht der Plan aus? Sie müssen ein Reboot-Signal senden. Jetzt wird das Implantat Ihres Bruders rekonfiguriert. Wie ein Werksreset? Ja, um die Funktionen wiederherzustellen, die ich niemals hätte übernehmen dürfen. Wenn wir Glück haben, hat sein Herz noch nicht aufgehört zu schlagen. Finden wir. Okay, da wären wir. Ein einziger Impuls, Sarah. Das ist alles, was der Pathfinder braucht. Und er wird vermutlich den Archon alarmieren. Dann weiß er, wo ich bin. Es tut mir leid. Mir auch, Sam. Mir auch. Leider, Shurid! Krasse Scheiße, Mann. Zusammengebrochen. Bitte komm! Ich hab's wieder getan. Gestorben. Lexi wird sauer sein. Ryder, Sie waren tot. Die Hyperion ist offline, genauso wie Sam. Wir müssen wieder zurück. Aber wie? Das ist eine Relikttür. Sie brauchen Sam, um sie zu öffnen. Wir müssen zurück. Durchhalten, Ryder. Machen Sie einfach langsam und gleichmäßig. Wir müssen zurück. Sie bewegt sich. Ihre Vitalwerte spielen verrückt. Ist das eine gute Idee? Ich kann es schaffen. Sehen nicht gut aus. Wir müssen zur Tempest. Beeilung! Versuchen Sie es jetzt mal. Pathfinder! Oh, bitte kommen! Wir hören Sie, Tempest. Ich hab ihn. Ich hab... Hey! Pathfinder, die Cat haben die Kommunikation lahmgelegt und die Hyperion gekapert. Ich weiß. Der Archon hat das geplant, seit wir auf seinem Flaggschiff waren. Er hat mich benutzt. Lexi soll sich bereithalten. Ryder ist verletzt und irgendwas ist merkwürdig. Scheiße! Scheiße! Nach unten? Wir erhalten Berichte von überall. Sämtliche verbliebenen Catschiffe haben sich in Bewegung gesetzt. Das hat der Archon veranlasst. Wenn er Meridian bekommt, wird er Welten zerstören. Angefangen mit Eos. Er denkt, er hätte gewonnen. Pathfinder? Das fühlt sich irgendwie so an, als hätte er damit recht.
Da sind sie ja. Sie müssen damit aufhören. Ich werde es versuchen. Was ist mit der Arche? Sie ist immer noch mit einer kleinen Flotte auf dem Weg nach Meridian. Sie haben das letzte Signal von ihr empfangen. So leicht gehen wir nicht auf. Wir müssen hinterher. Wir brauchen einen Plan. Schiff stoppen, Arsch töten. Und wie? Er hat Sam, er hat Schiffe, aber ich kann immer noch etwas tun. Er hat die Hyperion und damit wie viele tausend Geiseln? Wie viele Welten zerstört er, wenn wir nichts tun? Und wie viele retten wir, wenn wir uns umbringen lassen? Tja, irgendwas müssen wir tun. Ich weiß, aber die Tempest ist nur ein Schiff und sie ist unbewaffnet. Oh shit, Mann, was mache ich gerade? Sieh, das ist einfach unglaublich. Können Sie sie dazu bringen, für uns zu kämpfen? Das habe ich geahnt. Ich werde sterben. Damit können wir die Cat schlagen. Diese Hoffnung könnte andere dazu bringen, uns zu helfen, aus dem gesamten Cluster. Gemeinsam haben wir eine echte Chance. Ziehen wir in ein letztes Gefecht. Wir werden kein Leben sinnlos opfern. Aber mit den Relikten können wir es schaffen. Richtig? Richtig. Sie alle haben in Helios Leute, die Ihnen wichtig sind. Und wir brauchen sie. Doch nicht für den Einsatz gegen den Archon. Das machen die Relikte. Wir kämpfen für unsere Zukunft. Aber alles wäre sinnlos, wenn niemand sie erlebt. Alle machen sich bereit, Pathfinder. Aber ich muss mit Ihnen reden. Treffen Sie sich auf der Brücke mit mir. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ziemlich unerwartet. Murda sagt, sie und die Clankrieger sind bereit. Sie brennen darauf, loszuschlagen. Ziehen wir's durch, Ryder. Tun Sie nicht so überrascht. Sämtliche Vorbereitungen sind abgeschlossen, Pathfinder. Die Relikt-Tech ist auf der Brücke installiert und aktiv. Oh, halten Sie aber lieber ein bisschen Abstand von der Nahtstelle, okay? Nur für den Fall. Gil und ich haben sämtlichen Kram verdrahtet und er sagt, alles ist in Butter. Das ist gut, oder? Sias hat das je miterlebt. Wir fühlen uns geehrt.